Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Total War Schlachtkommentar. Heute wieder Napoleon Total War. Nochmal die Map. Ohne Scheiß. Ich glaub's nicht. Auf jeden Fall wieder die gleiche Map wie das letzte Mal. Mapname wie immer vergessen. Scheiß drauf. Ja, ich spiele Spanien und mein Feind spielt die Preußen. So wie letztes Mal spiele ich wieder gegen einen preußischen General. Und ich starte direkt mit der Armeeaufstellung. So, habt ihr schon gesehen den Generalstab meiner Seite? Dann Tiradores de Cantabria, die hier auf dem Hügel positioniert sind. Die können, also Gerini-Einheiten können überall auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden. Ich dachte mir, ich setze die mal hier oben in den Wald rein. Dazu habe ich noch viermal leichte Infanterie. Und zwar einmal auf der linken Flanke. Und der Rest hier im Zentrum postiert. Dann Voluntarios de la Corona. Da sind sie. Sind ebenfalls Guerilla-Einheiten, habe ich aber zu spät gemerkt. Mein Fehler. Dann zweimal, also die haben zwei Ränge. Dann habe ich Wallonische Garde, zweimal mit drei Rängen, jeweils auf den Flanken, also im Zentrum und links, hier eine. Dann habe ich sechsmal Fusiliere, zweimal Coraceros Españoles, das sind Kavalleristen, und einmal, und besser gesagt, zweimal Lanceros. Dann haben wir die Preußen mit dem Graf von Gneisenau. Dreimal schlesische Schützen, die hier in der Aufstellung nicht zu sehen sind. Eine Gardeinfanterie. Einmal 8 Leibregiment. Fünfmal Musketiere und einmal Landwehr. Als Kavallerie haben wir dreimal Dragoner. Hier und da. Einmal, zweimal Husaren. Einmal Lützowisches Freikorps. Und einmal Lanzenreiter. Dies war es eigentlich auch schon mit der Armeeaufstellung. Meine Taktik war es eigentlich, wie auf der letzten Map, versuchen, so schnell wie möglich den Hügel hier zu stürmen und einzunehmen. Also können wir direkt mal den Vorlauf benutzen. Da ich jetzt eigentlich einfach mal mit allen Einheiten auf den Hügel rushe und die hier aufstellen, versuche aufzustellen. Es wird aber mächtig in die Hose gehen, da die feindliche Kavallerie sich sofort niedermähen, oder besser gesagt niederreitet. Ich glaube, eine Salve setzen sie noch ab oder auch nicht. Ja, sie werden halt sofort instant weggecharged. Das ist auch die erste. Also, es sind die ersten. Der erste Kampf dieses Gefechts. Aber meine Husares, die. Null. Meine Husares, die Valdepenas, okay, lol, die habe ich vorhin gar nicht gesehen, dass ich meine Armeeaufstellung aufgeschrieben habe. Das tut mir natürlich sehr leid, aber meine Husares, die Valdepenas und die Lanceros und die Coraceros Españoles versuchen sofort die feindliche Kavallerie hier niederzustrecken. Wenn sich diese Einheiten hier versuchen, sofort natürlich die feindlichen Einheiten hier niederzustrecken. Meine Infanterie ist bereit, sich aufzustellen oben auf dem Hügel. Aber meine Kavallerie ist nicht so erfolgreich wie im letzten Gefecht und verliert hier oben den Kampf. Und diesmal bin ich dafür schneller zur Stelle, wenn es hier um den Hügel geht. Und meine Linieninfanterie hier, die Voluntarios de la Corona und die Fusiliere, stehen jetzt dann schon gleich hier oben am Hügel. Sorry. Nein. Ja, da wird noch einer rumgeschleift. Ja, das ist die Kavallerie, die hier flieht. Das ist natürlich sehr schade, aber es ist halt nun mal so. Hier, das sind die Husares de Valdepenas. Aber meine Infanterie hier ist natürlich so schnell wie möglich. Fusiliere und Voluntarios de la Corona sind sofort zur Stelle. Hier meine Fusiliere werden gleich hier nochmal eine kürzere, also eine andere Linie bilden. Hier genau. Ach, scheiße. Jedes Mal, wenn ich am Aufnehmen bin. Werden hier noch eine kürzere Linie ziehen, dass ich einfach viel zu offensiv gewesen wäre hier vorne. Unsere Männer fliehen, Sir. Während hier meine Kavallerie einen Rückzug antritt.
feuern meine Musketen und leichte Infanteristen schon auf den Feind. Oder auch nicht. Hallo, feuert ihr? Ah, die sind im Nachladen, okay. Auch diese leichte Infanterie schießt eigentlich in den Hügel rein. Aber das ist mir während dem Gameplay nicht aufgefallen. Das ist halt ein bisschen dumm, also blöd an Napoleon Total War, dass die hier einfach so durch den Hügel feuern, also zu feuern versuchen. Hier hinten kämpfen auch meine einen Coraceros Españoles noch gegen den Feind. Wenn sich hier meine Infanterie größtenteils aufgestellt hat und bereit ist, die feindlichen Linien zu empfangen. Und da kommt eigentlich schon die erste, den ersten Tipp, den ich wieder bereit für euch habe. Und zwar, kennt die Einheiten eurer Nation. Ich habe ja Spanien gespielt. Ich wusste, dass die Guerilla-Einheiten haben, aber ich habe nicht nachgelesen, welche das Guerilla-Einheiten sind. Zum Beispiel hätte ich wissen müssen, durch irgendwie auch lesen, probieren oder sonst irgendwas diese Beschreibung lesen, dass das Guerilla-Einheiten sind. Dann hätte ich die nämlich auch hier oben positionieren können und hätte den Kavallerieangriff wahrscheinlich erfolgreich abgewehrt. Kennt die Einheiten? Kennt die Stärken der Nation? Kennt die Stärken eurer Nation? Kennt auch die Schwächen eurer Nation? Nur so könnt ihr eine Schlacht erfolgreich für euch entscheiden. Weil, wenn ihr das nicht könnt, wenn die Schwächen nicht erkennt, dann lohnt sich die Schlacht nicht mit dieser Nation. Versucht es irgendwie herauszufinden. Nachlesen, nachgucken, nachprobieren. Nachprobieren vor allem, gutes Deutsch. Nein, also probiert es aus, versucht es herauszufinden. Das ist alles, was ich euch zu diesem Tipp sagen kann. Kennt ihr eure Schwächen, kennt eure persönlichen Schwächen, aber kennt auch die Schwächen eurer Einheiten und die Stärken. Wie zum Beispiel wusste ich, dass die Spanier nicht unbedingt gerade die beste Linieninfanterie haben. Also muss man davon viel mitnehmen. Wenn man es nicht in der Qualität hat, muss man es in der Quantität haben. Aber auf jeden Fall nochmal zurück zum Gameplay. Hier drüben habe ich erfolgreich die feindlichen Infanteristen zurückgedrängt. Ebenfalls die feindliche Kavallerie. Während sich hier drüben jetzt ein Kampf entwickelt. Hier habe ich noch Caseros Españoles. Und ja, eigentlich dieses Vollgefecht kann ich eigentlich fast nur verlieren. Da der Feind viel mehr leichte Infanterie hat als ich. Auf hier sieht es auf der rechten Flanke umso besser aus. Die rechte Flanke überrennt gerade die feindliche linke Flanke. Hier nochmal mit neuen Füsilieren, die noch nicht benutzt wurden. Hier rennt seine Landwehr an. Aber meine wallonische Garde wird sie erfolgreich abwehren können. Bam, und schon ist die preußische Landwehr weg. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Das ist wahrscheinlich okay, lol. Hier versuche ich irgendwas mit den übrigen Coraceros Españoles zu machen und versuche den feindlichen General Graf von Gneisenau niederzustrecken. Da wenn der General weg ist, hat der Feind ein Problem. Aber da stehen halt nochmal schlesische Schützen rum. Was der vierte Trupp schlesische Schützen wären, die mir vorhin selbst nicht aufgefallen sind. Juhu! Nein, aber auf jeden Fall läuft die Schlacht eigentlich ziemlich nach Plan. Die linke Flanke kann sich hier gut halten und verteidigen. Was sehr zu meinem Gutdünken ist, weil der Feind hat hier, kann mich nicht überreden, wenn hier noch so viel Infanterie rumsteht. Währenddessen ich aber den Feind hier drüben immer weiter zurückdrängen kann, in einem Feuergefecht, was von meinen Voluntarios de Coruña und von meiner wallonischen Garde sehr, sehr, sehr gut geführt wird. Ja, dann gibt es noch ein weiteres, oder besser gesagt, einen weiteren Punkt, den ich ansprechen wollte, und zwar ist es, findet eine Armee-Zusammensetzung, die zu euch passt.
mehr versucht herauszufinden, ob ihr lieber mit mehr Linieninfanterie spielt, wieder auf leichte Infanterie gedreht, lieber ein bisschen mehr Artillerie, also mit Artillerie, oder lieber auf Kavallerie geht. Natürlich sollte es nicht ein Spam und übergewichtiges Spielen ausarten, also zum Beispiel in eine Armee mit 5 Einheiten Artillerie und vielleicht 2 Einheiten Infanterie, die bringt gar nichts. Aber findet euren Weg, wie ihr am erfolgreichsten seid. Ich spiele zum Beispiel am liebsten mit Linieninfanterie, was euch sicher schon aufgefallen ist. Hier, nun seht ihr wieder der Vorteil an einer langgezogenen Linie. Ich könnte hier schnell die Flanke hier einklappen und mich erneut verteidigen, da hier eine Einheit geflohen ist. Und hier oben kommt natürlich noch die leichte Infanterie gerannt. Wenn auf der rechten Flanke ich wieder 2 Einheiten zum Fliehen gebracht bringen konnte und nun weiter vorrücken kann auf der rechten Flanke und da durchstoßen kann, während ich die Voluntarius de la Corona hier hinten rumziehen kann, um die linke Flanke zu verstärken. Hier greift er mit seinem Leibregiment die leichte Infanterie an und die flieht sofort. Also die hat er echt keine Moral mehr, genauso wie hier meine Fusiliere eigentlich keine Moral mehr haben, aber trotzdem noch tapfer weiterkämpfen. Nun werden sie von dem 8. Leibregiment angegriffen und werden auch eigentlich ziemlich schnell fliehen. Und hier habe ich den feindlichen Kurazeros Españoles verloren in einem heldenhaften Nahkampfangriff auf den feindlichen General. Wenn hier die letzte Einheit preußische Musketiere auf der rechten Flanke der Preußen flieht oder kurz davor ist zu fliehen, kann ich mich hier auf der linken Flanke immer noch verteidigen mit der Einheit Fusiliere, die nun auch noch das 8. Leibregiment besiegt hat und zu fliehen gebracht hat. Und noch mit den 2 Einheiten Fusilieren, die hier stehen. Und mein General, der hier immer noch Moralbonus-Boni darauf gibt. Während hier meine erste Infanterieeinheit schon keine Munition mehr hat. Was natürlich aus einem so langen Feuergefecht entsteht. Hier habe ich die Voluntarios de la Corona wieder zurückgezogen. Da ich sie lieber auf der rechten Flanke einsetzen will. Um den Feind von hier anzugreifen. Während ich hier versuche, meine Einheiten hier zurückzuziehen und eine neue Gefechtslinie zu formieren. Von der ich mir wieder eine erfolgreiche Offensivposition erhoffe. Während ich hier mit meinen Fusilieren, die keine Munition mehr haben, den Feind im Nahkampf angreife. Die Voluntarios de la Corona werde ich jetzt dann gleich nach vorne ziehen. Ich finde einfach, sie sehen so geil aus mit den lustigen Hüten. Auf jeden Fall versuche ich nun weiter vorzurücken auf den Feind und Druck auszuüben. Hier seht ihr die nächste Einheit, die keine Munition mehr hat. Also langsam aber sicher geht mir die Munition aus. Und ich versuche jetzt auch nicht ziemlich schnell meine Truppen neu zu formieren hier auf dieser Linie und lasse sie nun auch weiter vorrücken. Ich habe sie einfach mal nach vorne geschickt, da ich sowieso keine Munition mehr habe und die meisten Einheiten haben keine Munition mehr oder nur noch wenig. Also versuche ich in einem großen Nahkampfangriff den Feind zum Fliehen zu bringen. Oder zumindest zu binden, damit die Einheiten, die noch Munition haben, diese auch benutzen können, indem sie eine gescheite Gefechtslinie bilden. Wenn hier meine Fusiliere die Musketiere binden, können hier die Wallonische Garde und die Fusiliere den Feind sogar zum Fliehen bringen. Was kein großes Wunder ist, da Garde eigentlich meistens ziemlich stark im Nahkampf ist. Und natürlich die numerische Überzahl gegenüber Einheit ist natürlich erdrückend. Hier kann ich nun weiter angreifen. Was mir ebenfalls nochmal einen Ansturmbonus gibt. Und ich versuche die feindliche Garde-Infanterie zum Fliehen gehen. Mit meiner Wallonischen Garde, die 3 Ränge hat. Plus noch die Fusiliere. Hinten steht einfach mein Generalstab rum. Also mein General hat erfolgreich seine Truppen zum Sieg geführt.
Hier werde ich jetzt dann gleich noch mit diesen Füsilieren irgendwie versuchen, diesen Nahkampf zu gewinnen. Und schicke nun dann noch die letzten Reserven dieser Füsiliere rein. Während hier die Voluntarios de la Corona und die Füsiliere, die noch Munition haben, diese Musketierseinheit zum Fliehen bringen. Versuchen sich auch diese Füsiliere hier in diese Gefechtslinie einzureihen. Während diese hier natürlich nochmal einen großen Linksschwenk machen, um den Feind nun doch noch letztendlich einzukesseln. Während meine große Nahkampfarmee hier meine ganze Armee einen letzten erbitterten Nahkampfangriff gegen die feindlichen Füsiliere führt. Einen heroischen Nahkampfangriff, welchen wir uns nun in der Zeitlupe ansehen. Um diesen Baum dreht sich der ganze Kampf und bam. Ich finde einfach, das sieht so extrem genial aus, wenn man sich diesen heldenhaften Nahkampfangriff noch in der Zeitlupe ansieht, während hier der feindliche General versucht, die Schlacht im Alleingang zu retten. Reitet auch mein General heroisch tapfer in die Schlacht und versucht es nur noch zu beenden. Aber er kommt gar nicht mehr dazu, da nun auch der feindliche General geflohen ist und die ganze preußische Armee vernichtet ist auf diesem lustigen Hügel. Auf jeden Fall war es das eigentlich auch schon wieder mit diesem Schlachtgewitter. Tut mir leid, wenn er diesmal ein bisschen schlechter war als die anderen. Vor allem auch, da ich ziemlich abgelenkt war, tut es mir sehr leid. Aber es kommt halt daraus, wenn man Real-Life-Stress hat und irgendwie noch versucht, so zwischendurch so ein Gameplay rauszuknüppeln und gescheit zu kommentieren. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.